Am 16. Mai 1971 ernennt Sadat General Saad el-Shazli zum neuen Generalstabschef. Sein Auftrag, den Angriffsplan auszuarbeiten. Shazli kommt aus der Fallschirmtruppe und hat an allen Kriegen gegen Israel seit 1948 teilgenommen. Er ist entschlossen, keinen weiteren Fehlschlag zu riskieren. Er teilt Sadats Analyse. Die ägyptische Armee darf nicht zu tief in den Sinai vordringen. Vor allem braucht sie einen Schutzschirm aus Luftabwehrraketen gegen die israelische Luftwaffe. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Vous pensez déclencher une campagne rapidement? Eh bien, c'est une question politique. En fait, les soldats attendent les instructions des hommes politiques pour déclencher une campagne. Alles hängt von der minutiösen Vorbereitung des Kanalübergangs ab. Shazli braucht umfassende Informationen über die israelischen Verteidigungsstellungen am Kanal, die berühmte Bar-Lev-Linie. Sie besteht aus 35 Bunkeranlagen, die entlang des Kanals errichtet wurden. Ihre Ausschaltung ist unerlässlich, wenn die Operation nicht scheitern soll. Hinter dieser Verteidigungslinie wähnt sich Israel in Sicherheit. Niemand im Land ist über die aggressiven Töne Sadats beunruhigt. Ägypten wird es nach dem Debakel von 1967 nicht wagen anzugreifen. Assalamu alaikum. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.